Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von TJ Beastboy 300 Words in a Minute, produziert von Young Hira. Ich bin sehr gespannt drauf, der liebe Tadel haut jetzt hier einen raus. Ich habe gerade schon so ungefähr 5 bis 10 Sekunden reingeguckt, bis ich gemerkt habe, dass er Untertitel reingehaut hat. Deswegen habe ich die Cam jetzt mal nach oben gepackt, damit wir die Untertitel sehen können. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lange drum rum. Ich habe gesehen, es ist auf Englisch. Ich bin gespannt. Aber ich denke mal, er packt das auf jeden Fall. Ja, gut, er wird es wahrscheinlich sowieso gepackt haben, sonst hätte er es ja nicht hochgeladen, denke ich. Aber wir hören jetzt einfach mal rein. Ich laber gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum, Freunde. Let's go. Ready? Er fängt halt auch direkt geil an, ne? Und ich finde es auch cool, dass er hier so die Wörter, dass er die Zahlen quasi drüber gepackt hat extra. Das ist sehr schön. Krank, ja. Unnormal schnell geflowt. Auch gut geflowt. Beat ist auch echt ganz nice. Englisch bietet sich halt auch wahrscheinlich einfach ein bisschen besser an. Teilweise Deutsch kann man viele Wörter ja nicht ganz so schnell aussprechen. Er hätte vielleicht auch. Vielleicht kommt ja auch noch so ein bisschen dieses Denglisch rein, was er so manchmal hat. Er hat ja viele Englisch-Anglizismen so in seinem normalen Sprachgebrauch auch drin. Englische Wörter lassen sich halt teilweise einfach viel schneller und leichter flowen, ne? Ja, es kommt sogar noch Deutsch. Krass. Nice. Er switcht einfach quasi mittendrin auf Deutsch um. Hat jetzt schon über 120 Wörter und hat noch 41 Sekunden, also easy going für ihn, glaube ich, ne? Man merkt schon, dass er jetzt langsamer quasi schon floatet, beziehungsweise die Wörter langsamer reinballert und trotzdem wird das easy packen, ne? Also ich denke mal, 400 oder so kann er locker in einer Minute knacken. Witz, aber ich bin der Shit, dieser Break ist der Shit, das ist wahr. Die Erde betont jeder von euch, weiß wie es ist. Geh beiseite, wenn ich reime, meine Line sind so sick, dass du gleich deine Sticks. 300 Worte in einer Minute, in der Leicht ist für mich. Schlage ein wie ein Blitz. Hier am Ende dieser Line hab ich das hier schon was erreicht. Aber das wäre viel zu leicht, denn deshalb mach ich einfach mal eine Pause. Der Blick, ich mach einfach mal eine Pause. Und dann dieser absolut höchst erotische Blick hier, sehr nice. Gefällt mir gut. Wie ich sagte, er wird die 300 locker packen. 400 ist schwierig, aber ich glaube, er könnte auch 400 packen. 500 denke ich eher nicht, das wäre dann noch schon eine Nummer zu hoch, aber 400 könnte er mal probieren, ja, weil man hat schon gemerkt, so als er schon so bei diesen 180 oder so war, da hat er schon einfach langsamer float, langsamer die Wörter ausgesprochen und so hat sich schon viel mehr Zeit gelassen, jetzt macht er einfach noch kurz eine Pause, absolut feierbar, Alter. Ja, Mann, ich mach eine Pause, weil ich die volle Minute nicht brauch und dreh nochmal auf. Da draußen seh ich viele kleine Wacke Motherfucker, die ich denken, irgendwas mehr cooler mit jemand mit allen Mitteln. Die 300 Begriffe in eine fucking Minute quetscht. Doch nicht einer von den Pissern hat es durchgerappt. Scheiße, ich kann es, 300 Worte nicht einmal gecuttet. Yeah, scheiße, ich kann es, 300 Worte nicht einmal gecuttet. Glaube ich ihm sogar, ja. Glaube ich ihm sogar. Krass, geil. Nice. Gefällt mir echt gut, Mann. Er ist sowieso. Für mich, es haben ja, irgendwann kam ja diese Zeit, wo alle YouTuber angefangen haben, Musik zu machen. Ja, jeder hat auf einmal Mucke gemacht und das meiste war halt einfach so, du hast gemerkt, es ist einfach nur auf Kommerz ausgelegt, auf Kohle machen, war einfach Wack-Shit und so, ne? Und bei Tadel merkst du, finde ich, einfach, das liegt dem voll im Blut, der fühlt seine Mucke so hart selber. Der hat einfach Bock da drauf, Alter. Der hat einfach Bock da drauf und der hat auch unnormal Skill-Variationen. Tadel ist für mich wirklich ein Vollblut-MC. Also für mich ist Tadel überkrass so. Ich finde den wirklich einfach nur geil. Das ist einfach ein guter Musiker bzw. Rapper. Tadel hat einfach ordentlich was auf dem Kasten. Und auch deutlich mehr als der ein oder andere Oldschool-Rapper, der wahrscheinlich ihn dafür dissen würde, dass er eigentlich nur ein YouTuber ist oder so. Ne? Also er hat ordentlich was auf dem Kasten, merkt man jetzt nicht nur an dieser Challenge, sondern generell, wenn man sich mal so mit seinen Alben auseinandersetzt und so. Auch lyrisch, welches Album war es denn, was er auch selber sagt, was sein lyrisch Bestes war, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Aber er hat auch lyrisch ordentlich was auf dem Kasten, er hat flowtechnisch sowieso ultra krass was auf dem Kasten, musikalisch ist er auch. Geile Challenge hier, sehr gefeiert, schöner Humor auch drin,
Cool. Ich hoffe, er versucht mal 400. 400 die Minute, würde ich feiern. Für ihn ist sowas ja... Geil, Alter, das nehme ich als Thumbnail-Bild. Safe, das lasse ich jetzt drin. So, feiere ich auf jeden Fall. Geile Challenge. DJ Beastboy wieder abgeliefert. Supportet ihn auf jeden Fall, Leute. Link zum Original natürlich wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Leute. Bis dahin. Macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund. Und ciao.